Steckrüben. Steckrübensuppe koche ich heute. Die Steckrübe ist tatsächlich verwandt mit dem Raps. Ganz erstaunlich. Steckrübensuppe haben unsere älteren Mitbürger in nicht ganz so guter Erinnerung. Sie verbinden Steckrübensuppe mit Hunger, Kälte, den Kriegs- und Nachkriegserfahrungen. Wir wollen der Steckrübe jetzt aber eine Lanze brechen und sie schmeckt wirklich lecker. Die Steckrübe ist sogar sehr gesund. Sie hat zum Beispiel viel Vitamin C und Calcium. Und was erstaunlich ist, auf 100 Gramm lediglich 30 Kilokalorien. Deshalb ist sie geeignet für eine Suppendiät. Denke ich mal, wenn nicht zu viel Bauchfleisch oder anderes Fettiges in diese Suppe mit hineinkommt. Was aber erforderlich ist, damit sie auch richtig schmeckt. Was interessant ist noch, gerade in der jetzigen Zeit zu Samhain, eines der ältesten Feste der Menschheit, wurden Steckrüben oder Rüben ausgehöhlt und da kam ein Stück Kohle rein, das wurde vor die Tür gestellt oder man trug es mit sich rum, damit man die bösen Geister vertrieb. Unsere Auswanderer seinerzeit haben diesen Brauch mit in die neue Welt genommen, da gab es aber keine Steckrüben. Was dort wuchs, waren Kürbisse und so ist auf wunderliche Weise der Brauch mit dem Kürbis entstanden. Wir beginnen jetzt mal mit den Vorbereitungen für diese wirklich schmackhafte Suppe. Vorbereitungen sind getroffen. Als erstes beginnen wir mal mit dem Auslassen des Speckes. 150 Gramm Zwiebeln und 200 Gramm Schinkenspeck vorbereitet, klein gewürfelt. Die werden jetzt im heißen Fett ausgelassen. Die Steckrübe ist gewürfelt, der Kasslernacken wird gleich noch gewürfelt und dann sind schon fast alle Vorbereitungen erledigt. Der Kasslernacken ist gewürfelt und kommt gleich mit in den Topf. Als erstes werden die Zwiebeln und der Speck angeröstet. Jetzt kommt der Nacken dazu. Die Steckrüben. Hallo. Die Möhren. Ein wenig Lauch. Und gut 1,5 Liter Gemüsebrühe. Nun beim geschlossenen Deckel schön köcheln lassen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Duften tut das schon mal sehr lecker.